Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu der weiteren Runde Starfield. Ne? Bleibt ja nicht aus, dass wir das spielen. Ist ja auch ein schönes Spiel. Gab in der Zwischenzeit wieder einen Patch, aber noch nicht den Nvidia-Patch letztendlich. Ne? Ist kein Problem, du. Ich glaube, auch dafür ist es da. So doofes Krieg. Oh, ist das Falsche. Ich habe gebaut. Wir müssen ein anderes laden. Das ist wirklich das Falsche. Guck mal, was ich gebaut habe beim letzten Mal. Oder es... Nee, haben wir... Was haben wir denn gebaut? Ist das offiziell, was ich hier habe oder nicht? Ich glaube, es ist nicht offiziell. Warte mal kurz. Ich muss mal gucken, was ich hier gebaut habe. Obwohl, das sehen wir an einer anderen Stelle, wenn ich in den Schiffsmodus gehe. Ist egal, wir gucken mal kurz. An die von draußen sehen wir nur von hinten, ja? Es ist ein bisschen größer geworden. Warte mal, was war das? Wir gehen mal hier wieder. Schiff. Ich glaube, das ist nicht das Richtige hier, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Hä? Ist ja dann auch doof. Ja, ich glaube, ich habe hier gebaut. Man sieht's. Ich habe ein paar Räume gebaut in dem Ding. Pass auf. Ich glaube, wir probieren mal kurz was. Laden. Jetzt muss ich mal... Ja, stimmt, guck mal hier. Das ist nach Mitternacht. Da haben wir aufgehört. Hier bin ich hängen geblieben, glaube ich. Muss ja. Wir gucken mal kurz hier rein. Aber da ist kein... Ah nee, die Autosaves werden ja immer überschrieben. Beim Ende von einem Abend mache ich ja immer einen Hauptsave. Ne? Wir gucken mal kurz. Ihr gehört ja... Genau, da sind wir stehen geblieben. Ich erinnere mich gerade. Und da sieht unser Schiff... war das, ne? Noch so aus. Vielleicht bauen wir das jetzt auch gleich nochmal um. Ist ja auch kein Problem. Es war ja nur ein Test. Also, Ziel war es, dass wir dieses hübsche Schiff hier umbauen. Das ist ja schon ein Umbau. Ich hatte es nämlich breiter gemacht. Ne? Ich hatte hier nämlich Module rangepackt und habe das effektiv in die Breite gezogen, um mehr Platz zu bekommen. Unter anderem eben halt mehr Frachtraum, aber auch mehr Platz für Stationen. Ich weiß noch nicht, wie die sich hundertprozentig auswirken, aber sicher ist sicher. Okay, wir fangen von hier oder machen hier weiter und bauen das doch mal gemeinsam um. Das macht Spaß eigentlich. Es ist halt bloß sehr... Ja, für die Zuschauer dann wahrscheinlich monoton, logischerweise. Lass uns mal gucken, was wir an Quests haben. Die können wir schon mal vorauswählen, machen dann ein bisschen Umbauarbeiten. Das hätte ich gerne. Und die Nebenquests müssen wir noch machen. Vielleicht sollten wir uns darauf konzentrieren. Das ist eine Gruppennebenquest. Und bauen unser Schiff. Wir müssen aber woanders hin für das Schiff. Und zwar, das machen wir direkt über die Karte. Denn... Oder warte mal. Wir machen es noch ein klein bisschen anders. Wohin? Ich hatte irgendwo... Hatte ich das schon? Doch, ich war da schon mal im System. Glaube ich. Man muss natürlich auch wissen, wo die Systeme sind, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir waren da schon gewesen. Halt, es muss irgendwo hier sein. Das ist ein System, was von der UC... Schröder, okay. Heisenberg. Was denkst du, ich finde das jetzt hier? Guck mal, wie groß die UC unterwegs ist. Moloch. Das kann nicht so weit weg sein. Das glaube ich nicht.
Ich weiß, dass das UC kontrolliert ist, aber das passt nicht. Das sind zwei nebeneinander, guck mal. Achso, die werden auch zu zweit angezeigt. Hä? Ich suche das Wolf-System, falls das mal einer... Bist du Wolf? Nee. Das sag mal. Tau City? Kann doch gar nicht so weit weg sein. Ja, sag ich doch. Kann doch nicht so weit weg sein. Ja, deswegen ist relativ. Ich hab da was für dich. Okay, danke. Und zwar, lass uns mal ins System hier reingucken. Ach so. Ich weiß noch nicht, wie ich an das Ding rankomme. So, wir schauen mal hier. Das habe ich, glaube ich, heute erst gesehen. Deswegen, weil so brauchte ich nicht recherchieren. Wir brauchen ja immer noch einen Weg, wie wir mit Schmuggelware klarkommen. Und scheinbar wäre das hier. Hinten, wo unsere, also meine Tanks dran sind, da ist noch ein Frachtkasten, der Schmuggelware verstecken kann. Jetzt ist die Frage, wie kommt man an diesen Kasten ran? So muss das sein. So, und ich hoffe, dass man hier vielleicht eine Schiffsstation hat, um vielleicht hier was zu bauen oder so. Hi. Hier, Schiffsservice. Gucken wir mal hier erstmal. Überprüfe dein Schiff. Hey, wie kann ich dir helfen? Okay, kein Problem. So, und zwar, pass auf. Hier hinten, das Ding da. Achso, Schiffbilder, so. Das Ding da. Wenn man sich das anguckt, ups, ich muss drüber stehen bleiben. Also, guckt hier auf diese Seite, ne? Da steht Fracht-Scanschuss, 160 Kilo an Masse. Können wir da reinpacken. Frachtmodule für Raumschiffe erhöhen den verfügbaren Platz. Klar, Fracht-Raumschilde verbergen Schmuggelware vor den Behörden. Wie kann ich hier bitte schön was reinpacken? Da muss ich irgendwie ran. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht von hinten, von der Waffenkammer, eine geheime Tür daran gibt, um das da reinzupacken. Ich muss mal gucken, wie man da rankommt. Dann schauen wir mal kurz, was es hier in der Theorie an Modulen gibt. Vielleicht können wir hier was bauen. Ach, guck mal, hier ist ja fast alles verfügbar. Okay, Reaktoren. Da haben wir, glaube ich, schon einen der besseren hier dran, ne? Den 134mm. Ups. Ja, wir waren ja auch schon gut ausgestattet. Ich wollte den nur breiter machen. So, was haben wir denn allgemein für Module? Meinst du, warte mal, dann guck mal kurz in den Schiffsfrachtcomputer. J, nee, K. Nee, K ist ja das neue Ding. H, so, oder hier, so. Frachtraum. Razorleaf, Inventar. Razorleaf, Inventar. Razorleaf, Inventar. Ich komme da nicht hin. Es muss ein. fauchte der Drache. Es muss ein extra Terminal sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nur zu. Mann, der Frosch. So, und jetzt nochmal. Achso, Bilder. Wir haben ein bisschen Kohlen. Reaktoren haben wir schon das Beste. Die Wohnmodule sind aber jetzt nicht so optimal. Wobei, wir haben Deimos. Wir haben auch Deimos derzeitig. Aber es gibt Orte, die haben mehr Module zur Auswahl. All-in-One-Anlegeplatz. Ja, passt, glaube ich. Wieso? Das ist ja auch ein Frachtdings. Müssen wir mal gucken, wie wir das da umsetzen können. So, Wohnquartiere, All-in-One-Platz, All-in-One. So, was sagt der Grafantrieb? Der Alpha. Was macht denn der Alpha?
2376. So, wir haben hier einen weißen Zwerg 1020 und einen DT60. Den werden wir wahrscheinlich gar nicht so weit kriegen. Achso, ist ja Grafantrieb. Graf ist ja das hier oben. Da haben wir, da könnte man einen besseren wahrlich kriegen. Mal hier. Den werden wir auch nehmen. Weil damit haben wir einen höheren Grafsprung. Nummer Uno. So, also wie gesagt, das Ding hier, der Sextant, Shield Systems. Geschotteter Frachtraum. Gibt's sowas vielleicht hier auch? Struktur. Das sind bloß die Verkleidung. Das sind nicht so schöne Sachen dabei. Oh Gott, was ist das hier? Oh, die haben ja noch richtig. 405 als Schildgenerator. Moment mal. Wir haben. Ah, okay, nee, wir haben einen besseren Schildgenerator. Wir haben den hier, den Protector 30S. Passt schon. So, Reaktoren hatten wir uns gerade gekümmert. Wohnmodule ist okay. Graf, Treibstoff, Antriebe. Ich glaube, wir müssen das dann woanders machen. Hier gibt es keine schönen Antriebe. Schön wäre, wenn man jetzt hier zwischendurch sich die anderen Sachen mit angucken könnten. Cockpit Magellan. Okay, mehr können wir. Wir müssen woanders bauen. Sehe ich gerade. 8800. 8850. 3 maximale Kraft. Antriebe. Ach doch, wir haben hier mehr. Das sind aber dann schon die großen. Die großen können wir schlechter einsetzen. Oder einen ganz großen. Ist aber schon wieder für eine Klasse. Wir könnten die hier nutzen. Die sind aber schlechter. Obwohl. Da bin ich mir noch an einigen Stellen unschlüssig. Wir nehmen erstmal. Ja, wir verlassen es. So. Wir bauen es später an einer anderen Stelle um. Willst du Nachrichten, Fritz, ein paar auf die Fresse? Reicht dir das als Scoop? Ich denke nicht, dass sich so eine Ausdrucksweise für ein Vanguard-Mitglied gehört. Genau das ist dein Problem. Du denkst nicht. Wenn du nicht so ein lausiger Reporter wärst, würdest du nicht hier im Nirgendwo verrotten. Da ist vielleicht sogar was dran. Aber selbst wenn, du verrottest auch hier. Was sagt das dann über dich aus? Oh, wow, du willst echt, dass ich dir den Arsch versohle, oder? Okay, jetzt reicht's. Bastion, geh dich beruhigen. Trink was. Tch, von mir aus. Holden, ich weiß, du machst nur deinen Job. Wirklich. Aber du arbeitest nicht in einem Vakuum. Wenn du langfristig hier stationiert bist, hast du jeden Tag mit diesen Leuten zu tun. Und wenn du sie schlecht aussehen lässt, mögen sie dich nicht. Lieutenant Commander Marquess, danke für die Sorge, aber ich habe SNN gegenüber die Pflicht, wahrheitsgetreu zu berichten. Das wissen Sie sicher, Holden. Ich sage ja nur, dass du etwas mehr Diskretion zeigen könntest. Deutlich mehr. Keine Sorge, wenn die nächste große Story kommt, helfe ich dir, den Scoop zu bekommen, okay? Ich denke darüber nach. Danke. Ist ein bisschen überraschend, oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach so. Ich sollte dankbar ruhig sein, dass es hier so ruhig ist, aber es macht eigentlich mich nur nervös. Eigentlich tratsche ich ja nicht. Aber wenn du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz Ohr. Mhm. Kannst du mehr über SNN erzählen? Aber na klar. Das Systems News Network ist der am längsten bestehende Pressedienst der. Nun, der besiedelten Systeme. Sie entsenden Reporter an alle möglichen Orte, um keine Ereignisse zu verpassen, von denen das Universum erfahren sollte. Natürlich ist es nicht immer leicht, dafür zu sorgen, dass die Stories in der Zentrale in New Atlantis ankommen, aber solange niemand ULG-Kommunikationssysteme erfindet, wird sich das nicht ändern. Nicht so ungut, aber du wirkst hier irgendwie fehl am Platz. Nun, so fühle ich mich auch. Die Piloten der Vanguard scheinen nichts mit mir zu tun haben zu wollen, und ich sehe den Koloniekrieg anders als Mr. Romek, da bleiben mir kaum Alternativen. Weißt du,
Ich dachte wirklich, dass dieser freiwillige Job mir den gewünschten Karriereschub geben würde. Aber jetzt hat mich bestimmt auch noch SNN völlig vergessen. Du könntest auch um ein anderes Aufgabengebiet bitten. Könnte ich, solange es mir nichts ausmacht, wie ein totaler Loser auszusehen. Und kaum bin ich weg, passiert eine Riesenstory. So läuft das bei mir irgendwie immer. Okay, gut, dann... Wiedersehen. Tschüss. Wo ist sie denn? Ach, da. Halt, bleib hier. Hi. Red mit mir. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Tja, willkommen im Bau. Rayna Marquez. Ich leite die Vanguard-Station hier. Wenn du etwas von der Vanguard willst, hast du das hoffentlich vorher mit dem Mast geklärt. Sonst war der weite Sprung umsonst, fürchte ich. Was macht die Vanguard hier? Das, was wir überall machen. Die Lücken der UC Navy stopfen und mithelfen, den Frieden in den besiedelten Systemen zu wahren. Manchmal ist es hier draußen nicht ganz leicht, aber wir geben unser Bestes. Okay. Ein wenig mehr Unterstützung aus New Atlantis wäre schon schön, aber ich weiß, dass es nirgends einfach ist. Habt ihr hier viel zu tun? Ist vielleicht schwer vorstellbar, aber nein, haben wir nicht. Es ist ziemlich ruhig, womit nicht alle gut klarkommen. Gelegentlich haben wir mal einen Notruf, manchmal macht Varun Ärger, aber es gibt viel Leerlauf. Ich beschwere mich nicht, aber andere, zum Beispiel Bastion. Er hatte was anderes erwartet, sich was anderes gewünscht. Hat die Vanguard das schon immer als Einsatzbasis benutzt? Himmel, nein. An so etwas wie die Vanguard hätte damals doch nie jemand gedacht. Der Bau, der ursprüngliche wohlgemerkt, wurde beim Kreuzzug der Schlange zerstört. Die UC Navy baute die Station sofort wieder auf. Aus Trotz, denke ich. Manchmal glaube ich, dass sie sie deshalb auch einsatzbereit halten. Wirklich gebraucht wird sie seit dem Koloniekrieg nämlich nicht. Ich bin froh, sie als Posten zu haben. Und Marcel und die Handelsaufsicht machen ganz gute Geschäfte, die ich zu ignorieren versuche. Den alten Glanz hat die Station aber nie wieder erreicht. Und das wird wohl auch so bleiben. Okay. Guten Flug. Guten Flug, so. Oh, hallo. Hi. Willkommen bei der Handelsaufsicht. Guck mich an. Ich bin Marcel. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, ganz egal was, sag einfach Bescheid. Bescheid. Unsere Auswahl ist nicht so groß wie in New Atlantis oder Cydonia, aber ich bemühe mich, jeden Wunsch zu erfüllen. Und da die Handelsaufsicht der einzige voll lizenzierte Anbieter im Bau ist, sind deine Alternativen eher, sagen wir, überschaubar. Okay. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, und ich hoffe, dass all unsere Interaktionen profitabel für beide Seiten sind. So, ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Selbstverständlich. Schauen wir mal. Wir haben Sachen. Das war gerade bübübübüb. Wir haben hier Waffen, brauchen wir nicht. Munition können wir vielleicht irgendwann hier brauchen. Okay. Helme, irrelevant. Auch erstmal ornamentales Material. Digi Dietrich, die kaufen wir erstmal nicht. Dann bitte ab Verkaufsmodus. Dass wir dort vielleicht Sachen vertickern können. Zum Beispiel hier. Ah nee, die will ich ja behalten. So ein medizinischer Injektor hat nichts. Hier haben wir Notenergiezellen. Ich glaube, die finden wir immer wieder. Aber die sind schwer sind es jetzt nicht. Alle verkaufen. So. Das. Ja, auch das. Das bleibt. Die bleiben. Hier müssen wir mal wirklich ausdünnen, wobei die anderen sind hier Nuller, die kosten kein Brot. Aber hier diese Bücher und Berichte oder was wir hier doppelt haben, können wir zumindest auch verkaufen. Große Erwartungen haben wir auch zweimal, dann verkaufen wir mal das da. Harte Zeiten, das hier.
Sieht doch schon mal gut aus. Oder? Ja, sieht gut aus. Keine Ressourcen weiter. Ach hier, warte mal. Weg. Und weg. Und weg. Haben aber einen guten Griff gemacht. Wo ist denn hier das ganze Gewicht eigentlich hin? Ja Quatsch, hier Masse wollte ich ja gucken. Oder Anzug ist klar, Schiffsteile, okay. Und die Waffen. Gibt die echt so viel Platz weg? So. Nee, da nicht. Verkaufen aus Razorleaf, genau. Da wollen wir auch nochmal. Wir haben jetzt hier so einen Quatsch wie Hantel. Guck mal, das sind 10. So ein Hockeyschläger, können wir die Dings verkaufen. Können wir die Doppelten hier verballern. Das bleibt. Bleibt. Ich glaube, das brauchen wir aber auch wirklich nicht hier. Ich behalte mir da, glaube ich, lieber die guten, hübschen Sachen. Hier sowas, das scheint auch was Besonderes zu sein. Ach, guck mal. Ach, jetzt verstehe ich das. Das kommt aber nur durch das Add-on, ne? Das ist alles Müll. Das ist alles Müll. Ich glaube, das können wir auch alles verkaufen. Pass auf, dann, die Klamotten haben wir noch. Haben wir echt nichts weiter? Wir haben nicht viel, sind nicht viel losgeworden. Wo ist denn das ganze Zeugs hin? Naja, so hier. Wir müssen unbedingt produzieren und bauen, ne? Ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Wir brauchen hier diese ganzen Fasern, den ganzen Kram. So, Dankeschön. Oh hey, guck mich nicht so an. Oh. Ich bin nur wegen des Alks hier. Und ab und zu wegen Gelegenheitsjobs. Okay. Ich bin auf sogenannter Dauerzuweisung. Habe ich auch nichts dagegen, solange die UC mich bezahlen. Was machst du hier so? Hey, gute Frage, ehrlich gesagt. Ich mache manchmal was für Orwell. Gelegenheitsjobs quasi, wenn er gerade nicht nervt. Aber ich glaube, offiziell bezahlt die Vanguard mich. Du betrügst also das System, ja, gefällt mir. Bürokratie ist was Tolles, oder? Was gibt's denn über die Geschichte von dem Laden hier zu erzählen? Oh, naja, kommt drauf an, wen du fragst. Orwell hängt immer noch in den ruhmreichen Zeiten fest, als hier das UC-Oberkommando und seine Lakaien das Sagen hatten. Er kapiert nicht, dass das endgültig vorbei ist. Die Vanguard-Piloten sind stinkig, weil sie den Arsch der Welt bewachen müssen. Die meisten jedenfalls. Rayna ist okay. Ihr ist die Mission wichtig. Und ich? Naja, ob ich hier bin oder woanders, ist mir eigentlich egal. Okay. Okay, gut. Gut. Ich bin mit Abstand der beste Pilot in diesem Drecksloch. Egal, was dir jemand erzählt. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Ich kann's gerade nicht triggern. Bloß nie wie diese Spacer. Die sind der Abschaum der Galaxie. Sie plündern, stehlen und morden. Nicht mal die Crimson Fleet vertraut ihnen. Ich bin mit Abstand der Beste in dieser Gruppe. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Nur eine Frage der Zeit, bevor ich hier wegbefördert werde. Guten Abend, Sotrax. Marquess ist schon ganz okay. Sie kann froh sein, mich bald als Boss zu haben. Mhm. Fliegst du geil für die Vanguard. Soll das ein Witz sein? Ich bin dafür geboren. Moment, also, fürs Fliegen, meine ich. Diese Vanguard-Sache, das ist nur vorübergehend. Mich rekrutiert garantiert bald die Navy. Ich bin sicher in Windeseile Captain. Nein, warte. Admiral. Oh. Yep. Okay, wieso wurdest du dem Bau zugewiesen? Ist doch egal, oder? Ich bin ja sowieso ganz schnell wieder weg. Dann lasse ich das alles hinter mir. Hat dich etwa dieser Reporter geschickt?
Ich hab's ihm schon gesagt, es war ein Missverständnis. Ein Unfall. Meine Flugbilanz war ansonsten makellos. Nee, ich bin noch nicht im New Game Plus. Ich lass mir Zeit. Aktuell. Alles klar. Es ist ja auch nur zwei- oder dreimal die Woche, wo ich das reinhaue. Wieso ist es den Leuten so unangenehm, über Geschichte zu reden? Weiß ich, jetzt sind sie erst 25 Spielstunden, so Pi mal Daumen. 30. Hey, dein Gesicht kenne ich noch nicht. Ja. Was führt dich in den Bau? Auf einer Mission. Ah, ein Mann mit einer Tipp Aufgabe. Nehme ich immer gerne. Das gefällt mir. Solange es nicht die Story spoilert, ist alles okay. Ich stelle keine Fragen. Ich weiß, dass Geheimnisse geheim bleiben sollten. Naja, du bist hier willkommen, solange du dem Militär der United Colonies Respekt erweist. Wenn du ein Problem mit unserer Geschichte oder unseren Helden hast, kannst du dir eine andere Bar suchen. Klar? Okay. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Hast du was für mich? Kommt drauf an. Bist du für die UC? Siehst du dich als Patriot? Aber sowas von. Warum spielt das eine Rolle? Weil ich keine Zeit für Leute habe, die sich der Realität verweigern. Okay, dann, wenn's Credits gibt, dann... Nicht die beste Antwort, aber was soll's. Gut, dann kannst du mir helfen. Vor einer Weile habe ich Plakate drucken lassen in Erinnerung an Wer Victis Leistung für uns alle. Aha. All diese Lügen der Regierung können wir nicht so stehen lassen. Mhm. Als ich sie hier aufhängte, waren die Vanguard-Piloten nicht gerade erfreut. Ich würde sie aber ungern wegwerfen. Wenn ein patriotisch gesinnter Geist wie du dafür sorgen könnte, dass sie da hängen, wo sie die Bewohner der United Colonies inspirieren, dann wäre das schon was. Wer der UC aushilft, für den springen auch einige Credits raus. Also, was sagst du? Ist einer der Begleiter, ne? Ich habe die jetzt nicht im Überblick, deswegen sorry, wenn ich da nachhake. Ist die Begleiterquest, ne? Wo willst du diese Plakate haben? Ich dachte da an das Unterdeck. Die Leute da unten könnten recht empfänglich sein, meinst du nicht? Ja. Deswegen, Sarah, Begleiterquest. Richtig. Fragezeichen? Na gut, ich bin mit den Plakaten noch eine Weile hier. Gib einfach Bescheid, wenn du Zeit hast. Das will ich ja sowieso machen. Lang leben die UC. Okay. Die Quests habe ich schon mal eingesammelt. Ich bin mit Abstand der beste Pilot in diesem Drecksloch. Egal, was dir jemand erzählt. Mist, ich kann ihn gerade nicht triggern, den Clip. Das passt so gut. Irgendwas zu melden? Nein, überhaupt nicht zu melden. Wenn du etwas Ungewöhnliches oder Illegales siehst, melde es bitte. Alles mache ich immer. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Genau der. Danke, Aaron. So, oh ja, die brauche ich immer. Achso, ich dachte, das ist eine Tür. Ui, erhöht leicht die Magazinkapazitäten. Die Chance auf kritische Treffer per Waffenschlag von Elliot Armaments Waffen. Dankeschön. Prost. Ist echt zu warm wieder. Das ist schon fast Ende September, bald Oktober. Eigentlich ist es Herbst. Aber so muss die Heizung noch nicht anspringen. Hat auch was Gutes. Hier ist aber echt nichts los, ja. Und ich dachte, hier ist das Megasystem. Hallo. Das ist bloß eine Dockingschleuse, okay. Ja, dann, rüber. Die müssen wir irgendwo immer umbauen. Das
Sarah, du bist bald dran. Oder machen wir dich zuerst? Ach komm, pass auf. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte über das Artefakt sprechen, das du auf Vectera gefunden hast. Okay. Als du es aus dem Stein gezogen und das erste Mal in der Hand hattest, was war das für ein Gefühl? 600 Stunden. Nee, das schaffe ich nicht. Ich meine, 600 Stunden, das sind ja... Kriegt man denn 600 Stunden zusammen? Ist das Spiel schon so lange raus? 24 Stunden am Tag? Das sind ja schon 30 Tage. Okay, ist ja schon ein paar Tage draus, aber 600 Stunden, Respekt. Schaffe ich nicht. 8 Stunden, beziehungsweise 8 bis 10 Stunden Job nebenbei, noch nebentätig sein, Familie und Co. Ich habe nur abends meine 3-4 Stunden zur Verfügung. Das schaffe ich leider nicht so schnell. Ich hatte Vision, habe Geräusche, Musik gehört. Das ist schwer zu beschreiben. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Dann, von den Visionen weiß ich, dem Licht und der Musik. Dann hat, wie hast du dich gefühlt? Zeit. Im Inneren. Das ist, was hast du gedacht? Das ist der Grund, warum dann viele andere... Also, ich nehme an, die Zahl dahinter zeugt vom Geburtsjahr oder ähnliches. Vermutung. Wenn das so ist, dann wahrscheinlich aufgrund irgendeiner Sache. Wir haben ja nur im Familienumkreis und im Bekanntenkreis auch viele, die schon im Rentenstatus sind, wo ich dann sage, die haben nie Zeit, ja, weil sie immer was zu tun haben. Deswegen sind irgendwo immer beschäftigt. Mächtig, als würde pure Energie durch den Adler steuern, als würde ich augenblicklich durch die gesamte Galaxie gezerrt werden. Genau das aß. Ach du meine Güte, das war gewiss furchterregend. Nö, nö, nö. Nö. Es erstaunt mich immer wieder, wie die Wissenschaft im Zusammenhang mit den Artefakten, nun ja, versagt. Warum hast du das nicht in der Loge angesprochen? Ganz ehrlich? Weil ich nicht wusste, wie du reagierst. Warum? Man könnte dein Erlebnis als äußerst persönliche Erfahrung sehen. Ich habe kein Problem damit, offen über diese Dinge zu reden. Ganz ehrlich, ich glaube, du stellst dieses Erlebnis etwas übertrieben dar. Ich will es nicht persönlich nennen, sondern eher flirten. Ich will meine persönliche Erfahrung mit dir teilen. Aber ich muss sie nicht als Romanze-Quest nehmen, ne? Wenn du das meinst. Was jetzt? Das Jahr bezieht sich auf was? Also doch die Flirten-Quest, oder was? Also die Beziehungsquest. Kann ich dann da an der Stelle eine Frage, weil ich halte mich bei solchen Sachen, hatte ich schon bei Vorlaut und Co. mich zurückgehalten. Ist es denn so, dass man sich dann nur auf diese einen Charakter dann versteift? Oder dieses Schweigen ist unangenehm. Nee, ich rede noch. Oder kann man dann trotzdem mit den anderen auch noch irgendwo die Beziehungsquest dann durchziehen? Ja, ich meine, die Stunden sind jetzt aber relativ. Selbst wenn es 500 oder 400 sind, ist es Respekt. Deswegen, ich habe 30. Das. Beides. Also sprich, ich kann auch mit den anderen Charakteren weitermachen und auch mit denen eine Liaison oder was auch immer dann angehen. Das ist mir wichtig zu wissen, weil bestimmte Sachen haben sich ja dann ausgeschlossen bei Fallout und Co. Wenn das hier offen ist, ist es okay. Okay, flirten, ich will meine persönlichen Erfahrungen mit dir teilen. Oh, ich höre sehr gern davon. Rein professionell, versteht sich. Na klar. Jedenfalls, brauchen wir dringend Hilfe. Die Artefakte sind so anders, so fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Nach der NG-Plus ist alles weg. Achso, die Fixierung, ne? Weil man letztendlich ja neu anfängt. Ne? Ja, es hat sich definitiv angefühlt, als würde es versuchen, mit mir zu kommunizieren. Irgendwo da draußen gibt es eine Antwort, eine Lösung, selbst wenn wir antworten könnten. Es würde, was würden wir denn sagen? Was meinst du denn, dass es mit dir gesprochen hat? Ja, das fahren wir mal. Nun ja, sowohl du als auch Barrett haben Musik gehört. Ich schließe daraus, dass das Artefakt Kontakt aufnehmen wollte. Eine musikalische Komposition besteht vielleicht nicht aus Wörtern und Sätzen, aber verdammt, das ist eindeutig eine Art Sprache.
Ja, es hat sich angefühlt, als würde es versuchen, mit mir zu kommunizieren. Stimmt. Leider weiß ich nicht, wie wir antworten können. Und glaub mir, ich versuche seit Jahren, Daten zu dem verdammten Zeug zu sammeln. Der Cheeky hat auch vor dem vor Early Access Release schon gespielt. Nur mal so als Info. Und ich hab's ja auch angefangen, als es rausgekommen ist, also im Early Access Zeitraum. Und der Cheeky hat schon gesagt vorher, dass er schon fast 2 Wochen vorher gespielt hatte. Er hat ja auch schon ein paar Stunden drauf. Er hatte, glaube ich, einen Review-Key gekriegt. Ich bin aber nicht sicher, welche anderen Möglichkeiten es da gab. Was für Daten hast du gesammelt? Sehr wenige, leider. Ich habe nur ein paar Augenzeugenberichte, unzählige ergebnislose metallurgische Tests und wilde Theorien vorzuweisen. Ist es das einzige Projekt, an dem du für die Constellation arbeitest? Oh, nein, ganz und gar nicht. Wir haben so viel zu tun, dass ich unmöglich alle Ressourcen auf ein Projekt konzentrieren kann. Aber die Artefakte haben Priorität. Die ganze Sache muss unglaublich frustrierend sein. Frustrierend? Nein. Verwirrend? Ja. So ein Mysterium zu ergründen, das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Dann gehen wir diesem Mysterium gemeinsam auf den Grund. Ich wusste, du bist die richtige Wahl. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch genommen hast und unvoreingenommen bleibst. Und ich wollte noch sagen... Ja? Nun ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Das war seit langem meine beste Entscheidung. Okay. Missionsstatus, Aktivitäten. Sowas liebe ich ja. Aktivität. Und nochmal, was ist dieser Klopser? Es ist dann nicht ein Grafikfehler. Fast überall im System steht irgendwo immer ein Klopser, den man nicht erreichen kann. Was ist das? Hier, Ruin von Etera. War man da nicht schon? Ich habe keinen Überblick mehr. Man muss das wirklich echt versuchen, so lange wie möglich am Stück zu spielen. Eigentlich wollte ich ja aber erstmal... Wir haben aber noch nichts bekommen hier, ne? Wir haben es nur in die Wege geleitet, wie es aussieht. Okay, dann machen wir wirklich das, wie geplant. Ach, ich wollte ja noch eine Sache gucken. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ja, die Luft in Aquila City. Hi, ich will nicht mit dir reden. Wie kann ich denn was wieder abwählen? Ich will eigentlich aufstehen. Das Problem ist, aufstehen ist eh drücken. Oh, okay, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Okay. Na dann, viel Spaß, Utrax, und danke.
Ja, aber ich habe gerade jemand im Visier. Und lange E drücken heißt dann... Jetzt habe ich keinen mehr im Visier. So. So, jetzt habe ich wieder jemanden im Visier. Ich will doch bloß aufstehen. Genau, deswegen. Lange E ist auch rufen. Hier kann ich, glaube ich. Ich muss den Planeten auswählen. So, ich guck mal jetzt nochmal nach diesem... Huch, Entschuldigung. Habe gehört, du beherrschst 2 Dutzend Sprachen. Selbst Stumme. Bemerkenswert. Wie kann ich die Sachen verstecken? Ich habe... Auf deinen Schultern war etwas Staub, der deinen perfekten Anblick trübte. Aber keine Sorge, ich habe ihn weggepustet. Ah, danke. Wo ist der Schmuggel? Container. Hier. Oh, man kann von außen nach drin. Es muss doch irgendwo dieses Ding sein. Das interessiert mich wirklich. Oder ist es dieser Spind des Captains? Der hat damit nichts zu tun, oder? Wenn ich hier auf Transfer gehe, warte. Da hat der eine 40er Masse. Das kann der nicht sein. Ich glaube nicht, dass man da drin was verstecken kann. Schmuggelware, Fracht, Starfield. Muss ja irgendwie... Tipps für Schmuggler, abgeschirmte... Perfekte Landung! Dafür eine glatte 10. Ja, kleinen Moment, warte mal kurz mal. Schmuggler von, oder gibt es die Module nur an bestimmten Orten? Wir haben ja schon Modul dran. Wie kann ich das benutzen? Um eure Chance zu verbessern, sollte das Talent Täuschung geschaltet haben, ist klar. Müssen Sie sich zwingend im Frachtraum eures Schiffs befinden. Wenn ihr das Item noch im Inventar habt, wird es beim nächsten Scan auf jeden Fall entdeckt. Okay, dann ist es automatisch. Es ist automatisch, wenn man diesen Dings hat. Es hatte vorher nicht funktioniert, weil ich das Teil nicht hatte. Achso, so. Das heißt, alles, was wir jetzt an Schmuggelware mit uns beitragen und im Schiffsfrachter ist... Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes... Ich muss doch mal rein. Das war ja die Begleiterquest. Ich liebe Kaffee.
Aber noch viel, viel besser finde ich es, was über dich zu lesen. Oh, schön. Ich finde dich gar nicht so schlimm. Nee, dann nicht. Wo ist der Papa? Oder ist er schon gegangen? Ich glaube, der ist mitgegangen, ne? Weil wir die Quest aktiv haben. Sind hier. Bist du bereit? Wenn wir nämlich angefangen haben, hast du mich an der Backe, bis es vorbei ist. Was ist mit Cora? Kommt ja auch mit. Sie bleibt meistens auf dem Schiff. Dauert noch ein paar Jahre, bevor ich sie in irgendeiner Spelunke Whisky trinken lasse. Okay. Ich will noch ein paar Dinge klären, Moment. Okay, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Nein! Wenn Cora sich langweilt, fängt sie an, Sachen zu zerlegen. Ach so. Können wir aufbrechen? Bis die Sache erledigt ist, sind wir zwei ein Team. Dann mal los, wa? Ich muss dir noch was sagen. Ach. Ich bin ein Co. So wie in Solomon Co., der erste Mensch auf Aquila. Die Geschichte, die ich erwähnt hatte, die wohl mit einem Artefakt zu tun hat, das ist eine Art Familienlegende. Solomon hat Jahre damit zugebracht, Aquila zu kartografieren. Und er hat auf seinen Sensoren ein einziges Fleckchen Nichts entdeckt. Okay. Ein Nichts wie von einem Artefakt. Er hat es das leere Nest genannt. Nicht einmal die Fauna von Aquila hat sich hingewagt. Solomon Coe ist ein Vorfahr von dir? Deine Familie hat Aquila City gebaut? Ja, und die Coes genießen das seit inzwischen 10 Generationen. In den Geschichten erscheint Solomon als überlebensgroße Gestalt. Aber wenn man sich Aufzeichnungen von ihm anhört, merkt man, er war ganz simpel. Er wollte einfach nur vorankommen. Warum sucht ihr es nicht einfach mit einem Planetenscan? Weil man absolut rein gar nichts finden würde. Bei dem ganzen Raumschiffverkehr sind Gravitationsanomalien schwer zu finden. Ganz zu schweigen von der ganzen Elektronik in der Stadt und den Sicherheitsscramblern, die Freestar oder Schmuggler im Grenzland einsetzen. Dann los. Solomons Karten liegen in der örtlichen Galbank-Filiale. Da wollen wir hin. Die müsst ihr doch kriegen, sind doch seine Karten. Effektiv. Wir haben eine neue Quest. Eine Bürgerin? Das ist kein Problem. Und du zahlst für den neuen Reaktor? Der läuft noch unter der Herstellergarantie. Ja, ich bräuchte eine Rechnung. Warum das denn? Firmenrichtlinie. Kann ich sie einfach auf einen Zettel schreiben? Ein Laib Brot würde es auch tun, solange deine Unterschrift drunter ist. Ich wünschte, in allen Häfen würde es wie in Aquila City funktionieren. Sollen wir was reparieren? Wir gucken mal, was die für Gegenstände haben. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Erstmal zeig mal. Du findest sicher was dir gefällt. Ja, zeig mir erstmal deine Schiffe. Watchdog. Sieht aus wie so eine Klebine, ne? Boah. So. Ja. Was das alles gebaut werden kann hier. Ja. Wobei. Ach, die heißt Mustang.
Die sieht doch fast genauso aus wie... Narzissus. Guck dir mal an hier. Ich glaube, da ist sehr viel Platz, ne? Ach, die sieht dann ja auch ganz putzig aus. Das gefällt mir hier, die Optik. Wenn man die dann hier an der Seite noch verbreitert und die anderen... Wow. 1600 Schild. 400.000 wert. Guck das mal an. Hey, 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 was ist das hier alles? Kann sich sehen lassen. Okay, kein Problem. Dann gucken wir mal, was die für Sachen hier haben. So, einmal erstmal in den Modus. Schildsystem. Haben sie 390er Schildgenerator. Okay, da haben wir natürlich einen besseren. Den da haben wir im Einsatz. Wobei der irgendwie hier auch ein bisschen anders aussieht, warum auch immer. Ist aber ein 30S, okay. So, und hier ist, wie gesagt, der Dings. Scheinbar reicht es aus, wenn wir den haben, ist Frachtschutz drauf. So, fangen wir mal an. Machen wir mal das Schiff ein bisschen kaputt. No. Wir werden wahrscheinlich mehrere von diesen Dings brauchen. Wir haben Reaktor, wir schauen mal. Das ist ein... Hier haben wir auch noch einen anderen Reaktor. 2160-32. Oh. Der ist besser. Oh. Nee. 20. Ist eine höhere Reparaturrate besser oder nicht? 2060-32. 2135. Ich glaube, höherer Wert ist besser, ne? Weil, wenn ich mir das hier angucke, höhere Werte sind besser. 2160, 32, 201. Er hat doch eine bessere Hülle. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Da ist der Reaktor. Du bist der Grafantrieb. Der Reaktor. Ach, ich Idiot. So. Jetzt können wir den... Doch, können wir. So. Aber schon mal ein bisschen mehr Power. Dann gucken wir weiter. Hier brauchen wir nicht weiter schauen. Die Reaktoren sind nicht so dolle und das sind kleine. Okay, Wohnmodule. Und da haben wir ein paar mehr. Schau mal, da können wir optisch auch ein bisschen... Die haben sehr viele. Dann schauen wir mal erstmal bei den Graphmodulen. Wir haben hier den R3000. Den R3000 Alpha haben wir. Jetzt schauen wir mal, der Helios ist nicht besser, ne? 92368. 92368. 76. 5. Achso, ist doch besser. Ja, ja, 68. Okay, da haben wir schon das beste System für uns gefunden. Hier haben wir... Haben wir Pinpoint-Fahrwerk? Ja, ja, wir haben das Pinpoint-Fahrwerk, okay. Kann sein, dass wir das brauchen. Und wir haben ja noch Fahrwerk Hope. Länderschub. Und nochmal ein anderes Fahrwerk. Ein längeres. Okay, brauchen wir aber auch nicht. Helium-Tanks lassen wir erstmal außen vor. So, Antriebe. Hier, wir haben den 1020 Dwarf oder den großen. Der große
Die anderen können wir ja gar nicht, glaube ich, kaufen. Der große, die wir hier haben. Warte mal, 11.300, 2.100. So ein direkter Vergleich wäre schön. Also, da werden wir nichts besser hinkriegen. Wir müssen, wenn, dann die in besser haben. Und das werden wir nicht hinkriegen. Also, mit denen schon, dann sind wir schneller allgemein. Fressen aber auch mehr Energie. Obwohl, es geringere Masse, guck mal. Es ist viel geringere Masse und hat mehr Schub. Vielleicht sollten wir doch irgendwie einen Modus Operandi dafür finden. Ich pack die mir mal erstmal hier Duplikat und dann wenden. So. Vielleicht können wir daraus ein bisschen mehr Power machen, zusätzlich. Also die hier unten ersetzen gegen die hier. 025, 55. Jo. So, weiter im Text. Docker. Docker haben wir erstmal einen, da brauchen wir nichts. Wir haben hier schöne Cockpits. 205,2. Oder wir nehmen etwas größeren. 5 und 4 Crewstationen. Die ändert sich optisch gar nichts, guck mal. Nur, dass die Masse größer wird. Aber ich glaube, die möchte ich nicht nehmen. Da ist das Cockpit so eklig breit vorne. Und das, was wir hier haben, hat wenigstens 2 Crewstationen. Ich glaube, das behalten wir. Ich finde das eigentlich ganz praktisch von der Optik. Oder man nimmt hier so eine... Aber das sieht wieder... Weiß nicht. So, Fracht. Fracht kommt später. Die Landebucht. Guck mal, hier haben wir eine nach vorne. Könnten wir anbauen. Dann würden wir das Ding hier wahrscheinlich verlieren. Temporär. Den Teil hier. Weil den müssten wir mit einer Landebucht versehen. Oder? Oder müssen wir... Das geht gar nicht. Okay, dann können wir das nicht machen. So. Das ist jetzt so ein Captain's Quartier. Ich glaube, das können wir aber ersetzen gegen irgendwas anderen. Struktur brauchen wir jetzt noch nicht. Schildgenerator hatten wir geklärt, ne? 440. Ist der besser? 5, 440, 10, 5. 5, 440, 10, 5. Okay, ich glaube... Achso, der wird seitlich angedockt. Da müssen wir dann gucken, ob uns das was bringt. So, da waren wir durch. Wohnmodule. Wir haben... Können uns hier die Sachen mal kurz angucken. Wir können das Ding wahrscheinlich länger machen. Das ist schon mal praktisch. Wir machen es mal länger. Dann nehmen wir hier einen All-in-One. Anlegeplatz oder Technikstation? Anlegeplatz, so. Ziehen das ein Stück nach vorn und packen... ja. So, das ist mit F nach unten eine Ebene. So. Ist das angedockt? Nein. Jetzt ist es angedockt. So. Und dann können wir das nämlich da schon mal hinpacken. Das ist schon mal länger. Das ist gut. So. Und so. Sieht schon mal toll aus. Dann könnten wir... das so machen. Ah! Ah, rückwärts können wir das, glaube ich, nicht machen, ne? So, was war das? Das war eine Waffenkammer. Die nehmen wir auch mal raus. Waffenkammer ist irgendwie suboptimal. Und dann nehmen wir mal eine Zweier. Nochmal zwei. Computerkern. Mit den Crewstationen habe ich das noch nicht so richtig. Wir brauchen auf alle Fälle ein Wissenschaftslabor zum Forschen. Ah, und von da vorne. So, nochmal.
So. Gegebenenfalls ziehen wir das eine Stück noch ein bisschen höher, dass wir hier noch ein Dings hinpacken. Wir sind aber schon mit der Masse ziemlich hoch. Das heißt, wir brauchen hier noch so ein... Was haben die hier? Fahrwerk vorne. Steuerbord mittig. Hinten. Mittig. Warte. So. Dann machen wir hier. Ja, okay. Das könnte gut passen. Passt vielleicht sogar richtig gut. Wobei ich, glaube ich, die hier noch tausche. So. Farben können wir später noch machen. Ich glaube, die sind Schall und Rauch. So. Damit sollte das mit der Masse gut sein. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir diese Triebwerke hier noch anbringen können. Das heißt, derzeitig sind die Flügel hier oben dran. Wir könnten die hier, wir haben hier noch Waffenboxen. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal zur Seite legen. Und können... Achso, was ist das hier? Ach, da waren die Waffen dran. Warte, da waren die Waffen dran. So. Ein bisschen vorsichtig sein. So. Und hier oben hätte ich gerne auch noch eine Einheit. Einfach nur, damit wir da auf jeden Fall Struktur... Nee, Struktur nicht. Lagerraum. Ach, guck mal, da sieht man auch, wo das alles angedockt werden kann. Jetzt verstehe ich das auch. So, das. So. Jetzt können wir nämlich hier... Oh. Achso, doch, geht mit R. Und wahrscheinlich so. Aha! Oh, der geht nicht. Ach nee, das ist Lagerraum Backbord. Ah, jetzt sehe ich es gerade erst. Hab ich schon gewundert. Wir brauchen dann wahrscheinlich den hier. So, jetzt passt es. Jetzt müssen wir das Ding hier nur noch... Naja. Komm. F. Ein ganz praktisch aus. Können wir... Jawohl! Jawohl! Zumindest als ersten... Aber ich habe zwei Fehler. Okay, jetzt... Ein Fehler. Welchen Fehler haben wir denn noch? Übermäßiger Energieverbrauch durch Antrieb. Ach so! Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich hoffe, ich kriege die wieder. Im Falle dessen. Alle Systeme normal. Wenn ich mir das jetzt angucke, würde ich jetzt doch nochmal eine Änderung machen. F. Nein, ne?
Warum nicht? Hui. Das wäre... Oh ja. Das ist sogar die Idee. So, was haben wir denn jetzt eigentlich an... Wir haben weniger Fracht jetzt. Okay, mit der Fracht können wir ja helfen. Theoretisch. Kann ich aber nicht. Okay, es gibt keine Fracht, die oben angedockt werden kann. Beziehungsweise, warte mal, wir können jetzt... So, kann ich hier Fracht anbauen? Jawohl. Ich muss gucken. 210, 300. Das sieht praktisch aus. So, das gleiche Spielchen hier nochmal. Aber ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das also irgendwo anderweitig dann. Oh, wir haben eine Warnung. Verringere die Masse oder füge Antriebe hinzu. Oh. Ich dachte, ich hätte Antriebe drin. Kommt nicht miteinander klar, ne? So. Ne, schade. Schade. Immer noch eine Warnung. Dann müssen wir noch kleinere nehmen. Oh, Steuer Z. Okay, danke. Super. Dann müssen wir noch kleinere nehmen. Dann ist es zu schwer. 225, 210. So. Und hier auch. Und hier auch. Jawohl. Können wir so lassen. Nehmen wir. So, hat ein bisschen Kohle gekostet, aber wir haben ordentlich dazu bekommen. Und zurück. So, und dann schauen wir einmal kurz. Wir haben jetzt. Guckt. Okay, da können wir wahrscheinlich, wenn wir ein paar Probleme haben, runtergehen. Wir haben jetzt 1800 Fracht in dem Ding. Und wir haben. Ach so, und wir haben die Abschub-Kapazität von 160 Fracht. Das stand da gerade da. Guck mal hier. Jetzt verstehe ich das. Das heißt, das Ding hier hinten, dieses Teil,
kann 160 Schmuggelware oder 160 Kilo oder was auch immer Schmuggelware dann abblenden. Okay. Dem hier braucht noch ein Frachter die Freigabe für New Hope. Heutzutage ist es echt gefährlich da draußen. Ja. Entschuldigung. Aber jetzt geht's los.